heute wieder mit einem weiteren Review und ich weiß nicht, irgendwie egal. Irgendwie liegt bei mir immer irgendwo Geld rum. Ich muss bestimmt in meinem Zimmer einfach irgendwie so Geld oder so irgendwie auf dem Boden im Wert von 10 Euro oder so. Egal. Ja, heute wieder mit einem kleinen Laber-Video und zwar einem Review. Ich habe zwar noch das Berlinwood Shin White Shape, aber ich habe mir noch einen Berlinwood bestellt und zwar das neue White Low. Und ich finde, es ist wirklich, also dieses White Low Serie, die neue Graphic mit den Graphic Decks, ist wirklich gut gelungen und ich finde die Decks wirklich geil. Und ich habe mir das Berlinwood Flatface Zeph White Low Shape bestellt. Das sieht so aus. Jo. Also ich finde, das Deck ist wirklich gut gemacht. Also es hat einen schwarzen Top-Ply, wenn man das hier ungefähr sieht. Also es mit dem Rip-Tip stimmt es überein. Ja. Eine schwarze Top-Ply, also erste Ply ist schwarz, zweite ist rot, dritte ist grün, vierte ist wieder rot und die Bottom-Ply, also die fünfte Ply ist wieder schwarz. Es kommt halt immer drauf an, man könnte auch eine rote Top-Ply haben oder so, egal. Ja, ich finde das Deck ist fertig wirklich gut. Ist es eigentlich egal, welches Deck ihr habt, ihr müsst halt selber entscheiden, mit was, mit welchem Deck oder mit welcher Marke oder wie auch immer ihr fahren wollt, aber ich finde, das ist wirklich zu empfehlen, weil es liegt gut, also es fährt, oder liegt gut unter den Fingern, es hat Grip, also guten Grip und ja, es ist halt auch wieder mit diesem tollen bedruckten Berlinwood Rip Tape und das kriegt ihr halt nur, wenn ihr so ein Deck bestellt oder so ein White Shape bestellt. Und deswegen finde ich auch, also das Tape ganz cool. Und allgemein das Deck. Also ich finde die Grafik, die ist einfach schlicht gemacht, aber ist halt schlicht, aber auch nebenbei cool. Also das ist einfach. Also das Deck oder allgemein die White Low Series, die neuen, sind einfach geil. Ich fordere euch nicht dazu auf, aber wirklich so ein White Low Deck von den neuen Graphics Series ist wirklich ein Muss und ihr könnt euch die auf blackriver-shop.com angucken. Ja, also ist halt von Low zu Medium von den Kicks her. Und ja, ich Medium Dips und Medium Concave, glaube ich. Ja. Und ja, was kann ich noch zu dem Deck sagen? Also ich finde, es nutzt sich wirklich nicht schnell ab. Also ich habe das jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen, ja, und ich wirklich grinde intensiv mit dem Deck allgemein. Und das nutzt sich eigentlich kaum ab. Also ich finde das schon echt cool. Und ja, großes Lob an dich, Timo Lim. Weil das ist wirklich geil. Oder allgemein. Berlinwood ist geil. Und die neuen Graphic Series von Berlinwood. Ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Oder hat euch gefallen, dass ihr mal das Deck von Nieren gesehen habt. Und ja, abonnieren, weiter Videos angucken, ja, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und Henrik, den Sponsor-Pack kommt auch bald, bin fast fertig, muss halt nur noch einpacken. Aber bei uns ist halt noch so die Sache mit der Post, da muss man in den nächsten Ort fahren und so, alles das ist bescheuert. Weil bei uns hier der Sky-Laden da. Also hier ist Sky Lebensmittelmarkt dann geschlossen ist und das auch die Post drin. ja, wie gesagt, abonnieren und The Fantastic Fingers angucken. Und ja.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Werdet nicht zu Hatern. Mich haten ist scheiße. Haut rein. Bleibt treu. Und, ah ja, schöne Ferien. Die, für die die Ferien haben, und einen schönen Urlaub. Tschüss.